Yo Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und in diesem Video geht es um das Thema, wie führe ich zukünftig meinen Instagram-Account? Und da will ich euch mal so ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Und Grund dafür war dieses Bild oder dieser Post, ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, von meinem Auto. Das ist geil. Also, vielleicht mal generell, ich habe bisher auf meinem Instagram-Account immer nur Bilder von mir gepostet. Also Bilder, wo man mich quasi sieht. Mal, verrutscht die Kamera hier. Bilder, wo man mich quasi sieht und habe dann passend zum Bild einen Text versucht zu generieren, der Mehrwert liefert. Okay? Und ich wollte zum 1. Januar was ausprobieren und habe einfach mal mein Auto gepostet und habe aber gar nicht übers Auto geschrieben. Also vielleicht einmal kommt das Wort Karre vor. Generell ging es um diesen Post eher, dass ich eben jetzt nicht mehr Bilder von mir poste. Ich probiere mal, Bilder von irgendwas zu posten, was ich so im Alltag fotografiere, mit Texten untermale und so weiter. Dann bin ich so ein bisschen auf das Kennzeichen eingegangen, 80-20. Aber Fakt ist, dieser Post hat so krass, ist der abgegangen. Ich bekomme im Schnitt bei einem Post etwa 100 Profilaufrufe. Also 100 Leute klicken danach auf mein Profil, auf meinen Account und entscheiden dann, ob sie mir folgen oder nicht. So. Und das innerhalb von einigen Tagen. 100 Profilaufrufe. Der Post ist jetzt 3 Stunden alt, okay, als ich dieses Video aufgenommen habe. 3 Stunden alt. Und das kann ich jetzt mal zeigen. Weißt du, ob man es erkennen kann? Der hat jetzt, ihr seht unten die Profilaufrufe, 223 Profilaufrufe, 87 Kommentare. Wahnsinn, Wahnsinn. Was lernen wir daraus? Katzenbilder und Autobilder. Und Autobilder funktionieren einfach noch. Weißt du, da braucht man sich nicht wundern, wenn die ganzen Trainer und Coaches, da muss ich mich jetzt mit reinnehmen, Bilder mit ihrem Auto posten, wenn die so krass abgehen. Aber Deutschland ist halt scheinbar so ein Autoland, so ein technisch verliebtes Land. Ganz viele haben unter dem Post kommentiert, schön, dass du dir so ein Auto leisten kannst, ich gönne dir den Erfolg. Und ich habe dann zurückgeschrieben, kannst du mir bitte meine Frage beantworten? Darum geht es gar nicht. Ich wollte wissen, was du zukünftig auf diesem Account sehen willst. Ich habe nicht über Erfolg gepostet, aber das wird halt suggeriert. Wenn ich hätte nicht mal, gut, ich glaube, die meisten wissen, dass es mein Auto ist, aber was wäre, wenn das jetzt nicht, es ist ja nicht mal mein Auto, es ist ja ein Leasing. Eigentlich ist es ja nicht mal mein Auto. Versteht ihr, was ich meine? Also es war so viel Viralität in diesem Post drin. Aber um zur Frage zurückzukommen, wie führe ich jetzt zukünftig meinen Account? Leute, ich kann es euch nicht genau sagen. Fakt ist, ich werde für euch testen. Okay? Ich bin ja eher jemand, der einheitlich empfiehlt, also dass sich der Feed immer ähnelt. Weil der Punkt ist jetzt der, angenommen, ich bekomme jetzt 10 neue Follower wegen dem Autopost. Als nächstes poste ich meine Familie. Dann sagen die, hey, ich bin ihm doch gefolgt wegen dem Auto. Versteht ihr? Deswegen, dieses wilde Posten ist jetzt, glaube ich, nicht geil, wenn ihr euch was aufbauen wollt. Wenn ihr euch Follower aufbauen wollt. So, die auch sehr gut sind, sehr echt sind. Ich glaube, da muss man eine Linie fahren. Jetzt ist es aber so, ich habe auf meinem Account, ich glaube, 79.000 Follower. Ne, 74.000, Entschuldigung. Oh. Und bei mir ist es eher so, ich würde lieber aussortieren gerne. Ich würde gerne aussortieren all diejenigen, die sich nur halbherzig für mich interessieren. Ich hätte gerne nur 5.000 Follower oder 10.000, dass ich die Swipe-Up-Funktion habe. Und jetzt poste ich mal Bilder. Und ich glaube, dadurch filtert sich auch einiges heraus. Macht das nicht gleich nach, okay? Ich werde für euch testen. Ich gehe davon aus, also ich teste es jetzt mal ein paar Tage, mal ein Bild von mir, dann schiebe ich vielleicht mal ein Zitatebild zwischen rein, dann wieder was anderes. Wichtig ist immer nur, dass meine Postings einen Mehrwert liefern, also einen Wert. Der Post jetzt mit dem Auto hat jetzt keinen großen Wert gehabt, außer die Ankündigung oder die Frage, was ihr haben wollt. Viele haben ja auch geantwortet und da waren wirklich gute Antworten dabei. Einer hat geschrieben, er will sich überraschen lassen, darum geht's. Und ich glaube, darum geht es wirklich bei Social Media. Überraschungen, Emotionen und so weiter. Also ich werde das jetzt erstmal probieren und werde dann gerne berichten. Das ist eh immer meine Aufgabe. Ich renne immer voraus, ich probiere. Ihr müsst euch die Hände nicht schmutzig machen, ich mache das.
und gebe dann die Erfahrungen weiter. Und sage dann, ah, mach das lieber nicht oder mach das eher. Das ist meine Aufgabe. Ich meine, damit verdiene ich ja auch mein Geld. Ne? Und deswegen werde ich jetzt mal ein paar Tage vorausrennen und werde dann über meine Videos und über meine Livestreams werde ich dann definitiv informieren. Also, so werde ich jetzt meinen Instagram-Account führen, dass ihr Bescheid wisst. Folgt mir gerne da, falls ihr da noch nicht folgt. Und ich bin mal gespannt, was passiert. Also zum heutigen Stand, ich klicke mal auf die Follower. Ich gehe stark davon aus, dass die abnehmen werden. So, kleinen Moment. Ich werde das einmal hier in die Kamera sagen, wie viele Follower ich genau habe. Weil ich gehe stark davon aus, dass die jetzt in den nächsten Tagen abnehmen werden. Also ich habe 74.881 Abonnenten. 74.881 Abonnenten. Ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Noch ein ganz wichtiger Gedanke, das ist jetzt halt, jetzt gehen wir schon in den Tutorial-Bereich, aber egal. Wenn ihr was testet, keine zwei Tage. Ihr könnt nicht ein Post oder zwei Postings machen und dann sagen, ah, so hat sich's ausgewirkt. Die erste Veränderung kann sein, dass die Follower steil runtergehen und dann gehen sie steil nach oben. Man muss das schon eine Weile testen, okay, um ein Feedback zu bekommen. Mit einem Post ist es nicht getan oder mit zwei. Da musst du schon eine Strecke gehen und es kann durchaus sein, dass es erstmal abfällt, das ist bei jeder Veränderung so, aber sich dann einpendelt, dass es steil nach oben geht. Und das müssen wir jetzt einfach beobachten. Also gib mir da ein paar Tage Zeit und nicht gleich übermorgen fragen, ja und, wie läuft's? Ne, weil so erstellt man keine Auswertung von ein, zwei Postings. Gut, das war's für heute. Morgen 17 Uhr sehen wir uns wieder hier auf diesem Account. Ich freue mich drauf. Abonnieren nicht vergessen, regelmäßig reinschauen und dann würde ich sagen, bis morgen.